In Südtirol kümmern sich über 500 Straßenarbeiter um die Sicherheit auf den Straßen. Im Winter, wenn der erste Schnee fällt, bekommen die Straßenwärter besonders viel zu tun. Landesweit gibt es 47 Straßenstützpunkte, darunter befindet sich auch jener von Thiers. Hauptstraßenwärter Werner Gasser ist in Thiers meist der Erste, der den Stützpunkt in der Früh aufsperrt. Gassers Arbeitsgebiet umfasst über 60 Kilometer an Straßen. Neben Thiers ist der Hauptstraßenwärter auch für die Straßenstützpunkte in Steineck, Welschnofen und Niger zuständig. In Thiers kümmern sich 4 Straßenwärter um die Instandhaltung der Straßen, in Welschnofen 2 und in Steineck sowie in Niger ist je ein Arbeiter beschäftigt. Unterstützung bekommen die insgesamt 8 Straßenarbeiter im Rosengartengebiet von PS-starken Maschinen. Wir haben 7 Fahrzeuge, 2 LKWs, Unimox, Traktoren, die im Winter zum Schneeraumen, im Sommer wird Mulch montiert, Kehrmaschine und Gummiballer, wo der Steinschlag benutzt dann aufzuräumen. Da muss für jeden Fahrzeug eine Einschulung gemacht werden. Plus noch spezielle Ausbildung für Bagger zum Beispiel oder Greifer. Da müssen eigene Schulungen gemacht werden. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Bis da jeder mit alles fahren kann, muss auch noch viele Kurse belegen. Ja. Der Dienst der Straßenarbeiter von Thiers wird üblicherweise in 2 Turnussen geleistet, entweder von 7:30 in der Früh bis zum Mittag oder von 13 Uhr bis zum frühen Abend. An Wochenenden und Feiertagen muss zudem ein Bereitschaftsdienst gewährleistet werden. Eine der ersten Aufgaben heute ist die Errichtung einer provisorischen Baustelle. Gleich hinter einer Kurve werden die Warnschilder und Leuchten angebracht, welche die Autofahrer zur Vorsicht mahnen sollen. Sobald die Baustelle abgesichert ist, beginnt die eigentliche Arbeit, der Austausch von alten Leitplanken. Wohl kaum ein Autofahrer denkt daran, wie viel Arbeit notwendig ist, um eine verrostete Leitplanke abzumontieren, eine neue abzumessen und anzupassen. Für die Montage sind nicht nur Metallmechaniker und Schweißerkenntnisse erforderlich, sondern auch ein gutes